Was wir hier haben, ist die neue ATK-Crestbindung. Die haben wir uns jetzt schon bei ein paar Skitouren angeschaut. Die Bindung wiegt inklusive Stopper 280 Gramm und das ist eigentlich mal eine Ansage und kostet Herstellerpreis 399 Euro inklusive Stopper. Man sieht, das ist eine CNC-Bindung, irrsinnig für Metall, relativ wenig Plastik. Ja. Vorne eine Pinbindung mit nur zwei Federn, also die Federn nur auf dieser Seite. Hinten die Steighilfe, also das ist die 36 mm Steighilfe. Wenn ich es umdrehe, flach oder 50 mm, also drei verschiedene Varianten und der Stopper. Ich zeige es jetzt kurz her. Die meisten werden mit dieser Steighilfe gehen, hat den Vorteil, man kann dann beim Abfahren gleich hinaufklappen, den Stopper raus und einsteigen und das ist es. Jetzt schauen wir uns das an. Wir klicken in die Bindung vorne rein. Skischuh mit Pin-Aufnahmesystem. Zack, wir sind drin. Beim Aufstieg tun wir das nach oben fixieren, also wie bei den Dynafit-Pin-Bindungen auch. Und hinten auf der 36er Steighilfe. Beim Abfahren jetzt Steighilfe weg. Ganz wichtig, wird oft vergessen, den Stopper lösen. Da brauche ich nur ganz kurz hier das rote Teil reindrücken und nachher hinein. Jetzt ist die Bindung auf Abfahren. Man sieht hier auch sehr schön, der Abstand zwischen Schuh und Bindung, dieser muss 4 mm sein, obwohl die Bindung hinten eine Feder, man sieht die Feder hier, auch einen Flex-Ausgleich hat. Flex ist, wenn ich jetzt in der Grube fahre, biegt sich natürlich der Ski und dadurch wird dieser Abstand immer ein bisschen anders. Gut, das nächste, wir gehen jetzt raus. Die nächste Geschichte ist dieser Stopper. Jetzt muss ich den wieder fixieren. Das mache ich am besten so. Ich drücke da rein, drücke drauf und jetzt hat man es gehört, es muss einrasten. Also man muss richtig, man hört so ein kleines Klickgeräusch beim Stopper. Wir machen es jetzt nochmal. Hineindrücken, runter und wenn es jetzt einrastet, dann ist es so. Wenn man das kleine Klickgeräusch dann nicht hört, dann ist er nicht ganz drin, dann geht er wieder raus. Gut, sieht es auch sehr schön, wenn ich hier reinleuchte, also hier reinfilme. Hier in diesem Haken muss nachher der Skistopper im Endeffekt drin sein und wird dann durch das Auslassen gehalten. Ein Z-Wert hat diese Bindung, das ist das rote Modell, also für die schwereren Personen 5 bis 10. Es gibt noch ein blaues Modell, das hat 3 bis 8, also für die Damen. Z-Wert stelle ich, die Frontauslösung vertikal stelle ich hier oben ein. Man sieht hier unten die Einstellung. Die Seitenauslösung stelle ich bei dieser Schraube ein, da sehe ich hier ganz klein die Einstellung, also in dem Fall auf 5 eingestellt. Auf dem Skistopper ist noch ein bewegliches Teil, das die Seitenauslösung unterstützt. Vorne kann ich keine Auslösung einstellen. Das ist zu sagen, Stopperbreite gibt es von 75 bis 120. Jetzt zeigen wir nochmal das Haarscheißen, in dem Fall ist es ein Dynafit-Haarscheißen, das wird vorne in diese Führungsschiene hineingesteckt. Probieren wir das mal. Das geht am Anfang immer ein bisschen streng. Zack. Wenn man es aber drin hat, schauen, dass das mittig ist. Genau. Dann geht das drüber. Ist im Grunde mit allen Haarscheißen, also dasselbe System wie beim Dynafit. In dem Fall, ob jetzt das ATK-Haarscheißen ein Tick besser reingeht, müssen wir ausprobieren. Gesamt eine interessante Bindung, die eigentlich durch eine schöne Leichtigkeit besticht. Das ist eine gute Sache.